wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe, die Demokratie in der Galaxie zu verbreiten. Jawohl! Das machen wir natürlich mit Bram, Sepp, Jay und mir. Und wir spielen Helldivers 2. Es ist unfassbar toll. Wie ihr seht, wird die Galaxie wird bedroht, sowohl von den Automatons als auch. Das hört sich an wie Tomaten. Automatons. Die Automatos, ja genau. Und die Terminen, also im Endeffekt Terminator und Starship Troopers. Und wir müssen so einzelne Sektoren befreien. Ich würde sagen, wir beginnen heute mit Turing. Alter, Dreier Turing. Kleine Info, das hat nicht jeder. Du hast sowohl Tagmissionen, ne, weil das auf der Sonnenseite ist. Ja, eventuell habe ich das noch nicht herausgefunden gehabt. Ich bin Level 10. Aber ich habe das Spiel noch nicht so viel gespielt. So, ich würde sagen, wir fangen mit einer mittleren Bug-Extermination an, Freunde. Eine gute Wahl. Launch ICBM. Ja, das sieht ja super aus. Eine Interkontinentalrakete, sehr schön. Ja, rein in die Demokratie. Ja, einsteigen. Alles die Musik ist auch so geil. Wie geil ist es, einen Demokratie-Officer gibt? Ich will auch ein Demokratie-Officer werden. Wo landen wir denn? Da müssen wir hin. Wie wird denn da? Weil das ist so neben ist. Ja, lass doch direkt da landen, wo wir hin müssen, oder nicht? Du bist ja eh der Meister. Wir können so Lebensziele machen. Jetzt müssen wir unser Loadout machen. Pass auf, Jay. Ihr werdet mich hassen, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Pass auf, Jay. Ich nehme auf jeden Fall einen Turm mit. Dann die Clusterbombe. Hast du einen Raketenwerfer dabei? Ich habe einen Raketenwerfer dabei, ja. Ja, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich bin am überlegen, ob ich für die anderen beiden anstatt dem Strike, nehme ich für die anderen beiden dann das Supply Pack mit, dann können die sich das aufziehen. Das können die gerne machen, ja. Geil. Das ist gar nicht so dumm. Boah, Chris, also ich habe zum ersten Mal jetzt das 380 mm Luftschlag dabei. Ich habe mit 120 mm schon etliche Demokraten umgebracht, ja. Also... Mal schauen, wie das jetzt halt wird. Das heißt denn endlich, Traum. Jonathan? Ja, ich sag mal so, weil, also die... Ja, das wirst du sehen, ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind alles super Citizens. Das ist quasi das erste Mal hier. Jetzt geht rein, Junge. Ich will die Demokratie bringen, ich bin hyped für mein Land. Ja, wir holen jetzt erstmal unser ganzes Supply-Drop-Shit. Okay. Ja. If you say so. Tada. Okay, pass auf, ich hol mal meinen Raketenwerfer. Sollte ich das Maschinengewehr schon holen, ja, ne? Ja, ja. Kannst du machen, ja. Alles ganz so blöd gleich gerade hier. Aber da sind doch schon Viechers! Oh ja, stimmt. Wir sind direkt in den Bau gelandet. Sehr gut. Alter, ich hab mich fast selber getötet. Vorsicht, was da runterkommt. Holy shit. Ja, das ist kein Problem, oder? So. Okay, Bram oder Sepp, kann mal einer herkommen? Ja. Hier, du kannst dir mal hier so einen Rucksack aufziehen, dann hast du Munition jedes Mal, wenn du 5 drückst. Aber nur begrenzte Auswahl. Steht dabei. Vorsicht, die Demokratie kommt! Hey, die sind ja voll im Rahmen, versteckt die Scheiße! Ich geh so weglaufen, oh mein Gott! Okay, ich bin tot. Alter. Oh Gott. Alter, ist schon tot? Ja, müssen wir gleich holen. Ja, wir haben 2 Tote, Jay. Oh, ja, wir machen das. Hinter dir! Blase! Ja. Problem. Alter, die Säure sickt aber rein. Hey, lass mal ein bisschen zurückfallen. Wer ist denn noch mit mir? Ja, ich bin alleine. Auf jeden Fall, aber der Sieger, ich will mein Zeug haben, Jay. Ja, warte. Wir sind dann direkt im Actiongebiet gelandet. Ihr wolltet da doch landen. So, ihr kommt jetzt, Freunde. Alle drei? Wie Jay am Schreiten Nein. ist, Alter. Ja, ist laut! Hilfe! Alter, ihr habt mich angekotzt. Hast du einen Igel gerufen, während wir landen? Ja! Alter, ich bin tot. Nice. Nice, du hast Sepp direkt wieder gekillt. Du hast es alle getötet. Sorry. Gar kein Problem. Ihr seid wieder da. Hier, zack. So, weiter geht's. Ich hab das Gefühl, dass wir hier Jays persönlicher Spielmann sind. Ja, du bist jetzt halt ein besserer. Oh, wir sind direkt bei der Gun. Das ist gut. Aha. Wir sind bei der Gun. Ja, pass auf. Komm mal her. Hier ist eine Riesenkanone. Ist eine Nebenquest. Ja, sehe ich. Ja, das ist richtig geil. Hier liegen überall so große Raketen rum. Damit können wir die Kanone beladen. Komm mal hier hin. Sepp oder Bram, einer von euch. Wie ist denn jetzt mit dem Gewehr, was ich hatte? Du kannst da wieder aufsammeln. Du kannst dein Zeug wieder suchen, wo du gestorben bist. Ja, und dann mach ich jetzt so piep, piep, piep. Ja, jetzt drückst du ein paar Knöpfchen. Scheiße, Mann. Erstmal muss der Rechner hochfahren. Artillerie-Munitionsständer brauche ich. Ja, ihr müsst jetzt diese einzelnen Magazindinger da reinladen. Wenn wir das geschafft haben, können wir das Ding benutzen. Reinladen! In die Kanonen. Wir müssen Kanonen beladen jetzt. Ah, hier. Geil. Also, kleine Kaliber.
Ja, das ist das Kleinkalibrige, was wir verschießen für die Demokratie. Da so kleine... Sepp, hier liegt noch dein Maschinengewehr. Ja. Ja, wenn ihr sterbt, dann lasst ihr das alles fallen. Ich weiß gar nicht, wo ich überall gestorben bin. Ich bin so oft gestorben. Ungefähr da. Warte, da. Hier liegt was, glaube ich. Da. Du? Oh, zubbelt jetzt schon, ich höre da hier alles. Ja, ja. Was ist denn die grüne? Die blaue ist wahrscheinlich ein EMP-Schlag, ne? Machen wir nochmal hier ein bisschen Feuer. Habe ich hier gefunden. Ja, auf jeden Fall die dicke Bertha mitnehmen. Das macht richtig Wärms. Was heißt denn die dicke Bertha? Das gelbe. Ich glaube, das ist das gelbe. Ich weiß nicht mal, wo unten ist. Ja, hier vorne ist er. Ah! Genau, danke schön. Ah, da ist unten. Ich weiß noch nicht, wo ist denn die dicke Bertha? Die dicke Bertha ist doch schon eine drin. Also, ja, oder? Ja. Das ist die letzte, die hier, der lila. Wer ist so, lila? Let's go. Ah, wird schon passen. Haben wir. So, dann laden wir den Spaß mal. Signalstärke. Ja, mit der, die ich hab? Ja, du kriegst das schon hin. Hast du gut ja, gemacht. Ja, Bram, du kannst jetzt damit kämpfen. Drück die einfach vor die Bugs. Ja, du kannst jetzt, wenn du Steuerung drückst, hast du jetzt gleich die... Genau, jetzt müsstest du die Siege Artillery haben. Rechts hoch, hoch, hoch. Oh Gott, mega geiles Ding! Er hat mich ein bisschen angekotzt. Aua. Kein Problem. So. Okay, laufen wir mal nach Nordosten da. Zu dem Erlmeyer-Kolben. Ja, okay. Ah, zu dem Forschungsgebäude. Okay, wir haben 36 Minuten Sturm, Zeit. Sturmführer Christian. Was macht also, man denn dann jetzt so hier in so einer Mission? Einfach so Aufträge? Ja, die Mission ist Retrieve Launch Codes erstmal, aber hier sind Nebenmissionen. Immer Nebenmissionen. Hinter uns sind noch ein paar Viecher, Bram. Ja, ja. Ja. Viecher, Schmiecher, sagen wir mal. Ja, mach die mal weg. Ja, geil. So nämlich. Immer schön. Gewöhnliche Probe, geil. Ja, Proben, super wichtig. Immer mitnehmen. Nice. Die brauchst du zum aufleveln. Soll ich jetzt eigentlich hier den CF-Artillerie schon mal zünden? Nee. Nicht, okay. But, nee. Nur die Gegner da sind am besten. Da kommen sie. Also es gibt regelmäßig, hast du mal so ein Vieh, was nach oben rülpst, dann kommt danach ein Backloch. Und da kannst du dir da drauf pfeifen. Oder du packst das, oder du machst das Ding mal, du kannst deine Artillerieschlacht, den du hast, die kannst du auf so eine fette Larve mal stacken. Jay, was müssen wir hier machen? Wieso wir müssen das Forschungsgebäude zerstören. Geht mal hier Sepp oder Bram. Wir müssen die alle kaputt machen. Holt mal die Höllenbombe raus. Steuerung. So. Da ist eine Larve, Bram. Da hinten. Komm, baller da mal deinen Orbitalschlag drauf. Ich habe jetzt die Höllenbombe gemacht. Muss ich denn draufwerfen? Ja, einfach hier auf den Boden. Vieh. Einfach auf. Nein, nein, nein. Hier auf den Boden. Oh mein Gott. Achso, da. Hä? Alles gut. Echt? Alles ach, gut? Die kommt jetzt hier hin. Ja, das und ist die Bombe, die musst du aktivieren. Pass auf, ich mach mal. Jetzt passt mal auf. Nicht, dass wir jetzt sterben. Gib mal ein bisschen zurück Raketen bei dem Artillerieschlag, den ich gemacht habe. Das ist ein dickerer. Aber noch nicht der dickste. Das kommt aber. Schieß mal drauf, damit der stehen bleibt. Aber noch nicht der dickste. Das ist der kleine. Ja, ja, mach die weg. Ja, das ist der kleine. Backloch. Wow. Ich hol meinen Igel. Das war der mittlere. Was hier mit meinem Gedönsschlag? Demokratie hört sich so gut an, ne? Ja, da kommt. Wir müssen das Backloch, da müsst ihr mal was drauf pfeifen. Wo ist das Backloch? Da, wo drauf. Da. Da, wo drauf? Guck mal, dann werfe ich da einfach mal das Ding hin. Ja, aber die Höllenbombe musst du aktivieren. Ja, das ist ja nicht schlimm, aber die müssen wir gleich aktivieren. Das ist quasi wie eine Bombe, die jetzt runterkommt. Ja, pass auf, ich mach da mal Luftschlag drauf. Und. Hui! Boah, Alter! Aber jetzt ist die Bombe meine kaputt. Ist aktiviert? Kann ich einfach hier jawohl. Die hat Jay mit dem Luftschlag. Die hat Jay mit dem Luftschlag zerstört. Ja, hoch. Ja, der haben wir sofort wieder. Kommt ja gleich. In 10 Sekunden ist eine neue geile Bombe Was müssen wir denn jetzt hier machen, meintest du? Ja, wir müssen hier die Bombe gleich hinsetzen. Leg die mal gleich dahin. Ist jetzt wieder da. Hast du die Höllenbombe? Ja. Geil. Da vorne. Oh Gott. Ah, okay, passt. Aha. Bin schon ein paar Mal in das 6, Gebäude gebackt. 5. Das ist die dritte Helmbombe, die wir jetzt rufen, die nicht sehen. Ja, wirklich. So, ach, wir müssen jetzt Kadett, dann aktivier das Ding mal. Ja, ich aktiviere das, ja. Soll ich nochmal kurz Demo- so, hier. Nee, so nicht, oder? Nicht drauf schießen. Du musst schon tippen. So, Bram, was steht dann jetzt da drauf? Renn. Also, noch 5 Sekunden. Ich renn mal eben. 5 Sekunden, ah, dann würde ich vielleicht rennen. Guck dir das mal an. Springen drauf. Nee, so laut, so weit geht das doch gar nicht. Nee, das geht nicht so weit. Das ist easy. Ich weiß gar nicht, was ihr. Also, ihr seid aber Angsthasen, ey.
Ja, sehr gut, haben wir das hier gemacht. Wenn wir im Westen zu dem roten Bereich gehen, können wir da ein Nest kaputt machen. Oh, und dann gehen wir nach Norden, die Nester durch und dann machen wir die Hauptmission. Schön Nester. Ich möchte jetzt diesen 380 mm Schlag. Ja, den kannst du gleich da drauf setzen. Oh ja. Nester ist, da sind gleich so orangene Löcher und da kommen Granaten rein, beziehungsweise alles, was explodiert. Ganz eventuell werde ich uns jetzt gleich wipen, ne? Ja, macht nichts. Nein, ja, das schaffst du schon. Du wirst das vernünftig machen. Wir können 15 mal wieder kommen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Also. Ah, ne. Guck mal, da vorne ist das Ding. So, ich setz das mal hin, ne? Setz mal drauf. So, ich habe keine Ahnung. Ich geh mal zurück. Der ist ein bisschen weit. Was ist das? Das hast du ja gefühlt daneben geworfen. Ja, schau mal, 380 mm. Ich weiß. Alter, das sind Höllenbomben. Ja, das hat überhaupt nichts weggemacht. Oh ja. Das hat überhaupt nichts. Das ist ganz schön nah dran. Ich hab auch noch so. Okay, das Ding ist geil. Das kann überhaupt nichts. Das Höllending. Du musst. Schieß dir mal einfach auf den Arsch, dann platzt das wie eine Zecke, wenn du drauf drückst. What the fuck, Alter? Hat er dich gerade angewichst? Was war das denn jetzt? Irgendwas war das noch. Ja, theoretisch kannst du jetzt entweder deine Granate reinwerfen. Genau, jetzt müsst ihr da Granaten reinwerfen mit G. Jetzt zack. Ich hab keine Muni mehr, glaube ich. Dann musst du dir welche suchen oder Bram kann dir, glaube ich, welche geben, wenn er den Rucksack hat. Ich kann aber Nachschub suchen. Ich hab den Rucksack noch. Oh, ein Resupply, oder? Jo, da. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nur verlangsamt. Ich hab das Gefühl, dass das Fatty Fire hier ein Ding ist. Da kommt noch so ein dickes Vieh, ich muss nachladen. Eventuell. Rakete bereit. Aua, aua, dickes Feuer. Vieh, fick mich. Macht er gut, ne? Ihr macht das da. Hier, guck mal, hier ist Munition. Könnt ihr euch holen. Ja, ihr macht das super. So. Ich mach jetzt einfach so ein Orbital. Mein Gott, wie viel Dicke kommen denn da? Noch so ein Loch. That's what he said. Ja. Eine Mutti. Ja. Ja, rein da. Setz doch mal so ein Dicken. Ja, sehr gut. So ein schönes Geschütz. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Ist ja, stimmt, jetzt nicht mehr. Oh, Mensch, ey. Alles auf jeden Fall wild hier. Ja. Das ist mal wenig. Wir müssen immer regelmäßig auch hier salutieren für die Demokratie. Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Kipplaufschrotflinte, die würde ich nicht nehmen an eurer Stelle. So, Nordwesten. Das hat MG-Spam. Ist das Nest. Wir haben noch 29 Minuten. Ja, wir sind super in der Zeit. Ah ja, sind wir. Achso, dann ist die Mission noch nicht. Ja, aber dann ist die Mission nicht vorbei, dann kannst du nur keine Luftschläge mehr rufen. Ach so, dann ist die Luftunterstützung einfach, sag ich, nee, soll was zu leicht. Die sagen dann, kein Zeit mehr. Sehr ein Buckloch. Zappels. Was heißt denn die 5 bei den Aktivierungsgedöns? Das weiß ich nicht. Was ist denn die 5 bei dir? Sieve, Artillerie und das hat so eine 5. Das ist die Kanone, die wir eben freigeschaltet haben. Ja, mach mal. Ist schon okay. Und... Putsch. Je nachdem, welche Munition wir da reingeladen haben, schießt der anders. Okay. Oh, wie es brennt. Oh mein Gott, Napalm. Bram, guck mal, ich hab was Schönes für dich hier. Zack. Oh. Lol. Was war das? Ich bin umgefallen, weil du mit dem Raketenwerfer geschossen hast. Moment, was? Ja, wenn du hinter einem stehst, der mit dem Raketenwerfer schießt. Nein, mach das nicht. Ich will das nochmal. Mach das nochmal. Ja, okay. Ich will mich dahinter stellen. Guck mal, hier ist so ein... Ah, was? Hier ist so ein Loch. Ja, ich mach da mal eine Granate rein. Ja, mach mal eine Granate da rein. Ich hab da jetzt so ein Ding reingeworfen. Das geht natürlich auch. Du hast das Ding gesteckt, das kommt jetzt zu dir gelaufen, ne? Mit dem Luftschlag. Wie? Was? Aua! Gebiet gesichert. Ja, mach ich. Das war doch gar kein Problem, mach ich doch alleine hier. Sind hier... Oh Gott. Nein, hier ist der... Sind hier noch ein paar nicht hier reinlaufen, nicht hier reinlaufen. Ah, guck mal, hier sind noch ein paar Samples. Ach ja, genau, weil irgendwo müssen die Samples rumhängen. Hier, wenn du das ist ein Item, da kannst du dir nochmal richtig geile Sachen holen. Toll, danke schön. Nochmal ein Mega-Item. There's a friend coming by. Oh Gott. Keine Muni mehr. Scheiße, ich hab nicht nachgeladen. Nachladen. So, bitteschön. Aber man muss sagen, wir sind peaceful. Dabei. Wir bringen peaceful Democracy. Ja, mein Gott, was wollen wir denn hier? Also, Insekten, ey. Ich wollte auch gerade sagen, das sind Insekten, ne? Die haben eh nichts zu melden hier. Westen, ne? Ja.
Du führst. Da ist wieder so ein Eier. Mal wieder so ein Eier. So. Hör rein. Nee, wie weit hast du das jetzt geworfen? Bis dahin. Ich muss meinen letzten Luftschlag noch rufen, bevor der. No, den Igel brauche ich auch. Hast du den klar auch Luftschlag? Den Airstrike? Oh, warte mal, das war ganz schön verrückt. Nee, boah, Alter, was Feuerwerk, geil. Alter, das ist so ein Panzerding. Ist ein Panzerding. Wie ätzend. Ja, pass mal auf hier. Gucken, wie Panzerricht das noch. Okay. Oder so. Nicht damit. Bam! So. Schön, die Granate. Oh, Leute. Mitgesichert, gar kein Problem. Ich hab das Gefühl, zu viert ist das Spiel viel einfacher. Nein, glaub ich nicht. Mit wie vielen Leuten spielst du das denn sonst? Zu zweit oder zu dritt? Ja, also das ist schon mit vier einfacher als mit dreien. Ey, komm mal, das ist halt so viele Viecher. Das ist halt viel mehr, was vom Himmel fallen kann, oder? Ja. Ja, ja. Und einfach weniger Nachladelöcher. Problem ist, wenn wir hier langlaufen, bringt uns das alles gar nichts, wo wir hinlaufen. Wir müssen nach ganz in den Süden. Weil wir die Startcodes erst holen müssen. Ja, stimmt. Alles gut. Ja, dann lass also direkt in den Süden gehen rein. Und dann gehen wir in den Westen. Naja, wir brauchen ja. Hier? Oh, hier ist noch so ein Paper. Jede Menge Papers. Kann ich den Gabelstapler? Backloch. Nee. Backloch. Gabelstapler fahren, oh. Da ist. Oh, ja, wo denn? Ja. Oh. Ja, da. Nein. Moment. Achso, das ist ein Gefährt. Aber das ist ein bisschen nah, Bram. Er trifft doch, super. Ah, da ist wieder so ein Panzervieh. Oh, schau. Oh, lol. Ich werd auch gegessen. Alter, das Geschütz ist ganz schön nice. Freedom never sleeps. Ja, das Geschütz ist ja OP. Ja, das ist OP. Jetzt sind wir 5. Oh Gott! Aber warte mal, das schießt zu uns! Was ist los mit dem? Ist doch OP. Der schläft auch nie. Ja, hör mal auf hier, Junge. Oh Gott. Oh, hier sind Supplies. Ja, ich hab mal welche geholt. Ja, sehr gut. Weil wir vier sind. Wieder. Ja, aber hier mussten wir jetzt gar nicht lang, oder? Nee, da müssen wir dann gleich erst hin. Wir müssen eine Rakete starten, um die Demokratie zu bringen. Und dafür brauchen wir erstmal die Startcodes. Die haben die Idioten halt in einem anderen Lager verloren. Ja, guck mal, gehen wir hier hinten hin. Oh. Oh, geil. Ich finde auch interessant, dass das aber die Erde ist, die das hier macht, nicht nur Amerika. Nee, Übererde. Amerika. Wir sind ja auch über Bürger. Hier können wir mal gucken gehen, da ist vielleicht ein paar Sachen. Okay, werfen wir mal hier so ein Fetzi-Fetzi rein. Ja, werfen wir mal da ein Fetzi-Fetzi rein. Fetzi-Fetzi. Oh, für die drei Viecher, Fetzi-Fetzi. Das schöne Gebäude. Da brauchen wir eh nicht mehr. Ja, stimmt. Was ist das denn hier? Da fühlt sich also Demokratie an. Das finde ich mega. Das ist ja gut. So müssen sich die Schweizer auch alle fühlen, oder? Mit ihrer direkten Demokratie. Ja, wir sind genauso neutral, glaube ich. Hier ist aber nix. Gibt's eigentlich, glaube ich, gesehen, einen Grund, warum die Bugs uns hassen? Die sind einfach mehr. Ich weiß gar nicht, ob die uns so sehr hassen. Also ja, die machen uns irgendwie schon kaputt, aber... Ja, aber sind die überhaupt eine kluge Spezies? Ja. Stimmt, gibt's irgendwo einen Brain Bug. Geh mal ein Stück zurück. Reicht das nicht? Warum müssen wir zurück? Ein Stück. Frag mich, was für ein Lager ich 380 mm brauche. Boah, der hat genau den Laden. Hast du schon die ganz großen gesehen? Also ich noch nicht, aber die siehst du im Video manchmal. In Stufe 4 oder was? Hier ist richtig ätzend. Aber die ganz großen habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe Cooldown überall drauf. Alter, Luftschlag kommt schon. Die Demokratie fliegt. Na, guck mal. Direkt ein Magnest zerstört. Ja, wie lucky. Das sind doch bestimmt noch Samples. Ja, ich hab die Granate da reingeschmissen. Hier ist irgendwo ein Flammenwerfer für einen von euch, ist ein Flammenwerfer. Bock drauf haben. Kann aber die Samples sind viel wichtiger. Ja. Okay, ich hol Demokratie. Wir haben jetzt 12 von 22 Samples. Ich weiß nie, wo alle sind. Das ist unfassbar. Er ist geil. Also ich du musst nur bedenken, wenn du ein Vieh anzündest, lebt er zumindest für ein paar Sekunden noch. Ja, musst gedrückt aber halten. Nicht länger. Nee, nee.
Heal Team jetzt mit Stims. Ja, das ist die neue Fortbewegungsmethode. Ja, dann. Es ist, ich habe nie verstanden, wofür dieses Hinschmeißen gut sein soll. Du kannst ja nicht wegrennen, während das unter dem Gatling-Gewehr. Ja, okay. Das, hey, das brauchst du voll häufig, wenn die Stufe 4 die Panzer-Insekten ankommen. Dann musst du denen ausweichen. Ach so, die Ramadam. Ja. Oh, geil. Zappels. Müssen wir hier rechts? Wir müssen, wenn du Tab drückst, geradeaus Richtung Süden. Ja, genau, da wo der Computer auf dem Kompass ist. Genau. Ja. Den müssen wir jetzt benutzen. Oh, da hinten ist ein Dicker. Der kriegt eine Rakete rein. Bam! Oh, hier ist auch noch ein Dicker. Hat den nicht interessiert. Moment mal. Kriegt der noch eine? Ja. Demokratie! Bam, ich weiß nicht, ob das so smart ist! Oh. Bam? Ja. Ich glaube, der hat dich erwischt. Nee, du hast mich erwischt. Nee, Ed. Nee, du schon. Also du kannst jetzt eigentlich auch, wenn du wieder zurückkommst, Bram, kannst du versuchen, Sepp zu platt zu drücken, ne? Mit deinem, mach mal hier Licht einen Flammenwerfer. Das ist mega cool, ich glaube, den nehme ich mal. Okay, fast. Ich kann euch nochmal die... Hä, was soll das denn? Zwei Flammen. Hier, ich kann euch nochmal den Rucksack geben, damit ihr nachladen könnt. Wenn du mit einfach zocken willst jetzt. Ja, hä, da lag halt einer rum, da krieg ich auch nichts für. Rum, weil du mich gekillt hast. Hab ich überhaupt nicht, du bist halt in den Orbitalschlag reingelaufen, also. Hier, da stand drin, Sebastian eingetötet. Christian? Ja. Also das sieht man doch, dass da ein Orbitalschlag war. Und kommst du jetzt nicht wieder? Ja. Teste die mal, für dich. Und ich hol dich wieder. Da könnt ihr geil. Ja, ich hol dich wieder. Alter, ich brenne! Der Sepp hat uns einfach abgeflammt. Ne, das war... Achso, Bram. Ja. Der tote Sepp hat euch einfach abgeflammt. Ich dachte, du hättest doch den Flammenwerfer. Demokratie! Okay, ist eigentlich ganz geil, die Shotgun, ja, oder? Ich dachte, die wäre für viel näher dran. Nee, du kannst damit richtig snipen. Okay, die ist ganz geil. Ja. Aber halt die ruhig. Heißt den Bug-Durchbruch? Das klingt wie bei einem anderen Zahn. Bug-Durchbruch, da kommen, dann spawnen noch... Okay, dann kannst du bei der Demokratie bringen. Irgendeiner müsste mich gleich holen. Ja, du bist schon am Fliegen. Magazin leer! Ja, meine Magazine sind alle leer, das ist doch doof. Dann kannst du Nachschub holen. Dann kannst du nicht, wir haben Cooldown. Wir sind durch. So, Bram ist auch wieder da, ne? Ich bin auch wieder am Schlüssel. Retrieve Launch Codes. Ach, lad doch nach, Diggi! Die Launch Codes haben wir jetzt, oder was? Hat die einer aufgesammelt? Ja, die hat einer aufgesammelt. Okay, ja, dann können wir jetzt zur... Interkontinentalrakete laufen wieder zurück. Oh, das ist nice. Ich hatte mal einen Rucksack. Ja, der liegt hier. Rucksack. Alter, was keine Ahnung, wo der backt ist. Irgendein okay. Sound rum. Der Sprengliberator backt. Nee, doch nicht. Irgendwas anderes. Okay. Ein Rucksack ist schon echt praktisch. Mhm. Was meinst du, was ich muss? Ich muss hier irgendwelche Raketen die ganze Zeit tragen. Kannst du mir die eigentlich nachladen? Oder ich dir? Ja. Ja. Oh ja, da steht auffüllen. Lol. Wie krass ist das denn? So, jetzt könnte ich schießen. Schneller schießen. Okay, nice. ich kann Jedi Auffüllung geben. Warte mal, jetzt habe ich irgendwas. Ja, du hast eine. Ja, weil du einen Rucksack hast, du kannst mir Munition geben. Ah. Das war ein Spritzchen in den Hals. Ah, komm. Jetzt müssen wir da hinten hinlaufen, okay. Na, richtig. Ach, schon ein bisschen wie Death Stranding. Du hast hier so einen riesen Rucksack auf dem Rücken. Ja, wir hätten die Route ein bisschen besser planen können. Ja, eventuell. Ja, gute Schmute, sag ich immer. Kann ich eigentlich auch die Fauna bekämpfen? Tja, ja, du kannst auch die Bäume Fauna wegmachen. Die ganze Zeit. Die Flora, Entschuldigung. Eben haben wir die Bäume so, weggeschossen, ja. Ja, aber mit dem Flammenwerfer kann ich die leider nicht beseitigen. Abbrennen. Also wenn irgendwann die dicken Monster kommen, wir spielen jetzt ja auf Stufe 3, damit ihr nicht direkt abgefuckt seid. Ich weiß es nicht, Jay, da hätten wir auch schwieriger machen. Warte mal. Nein! Oh, ah, doch, das ist schon okay. Nicht weit genug geworfen. Ach, das passt schon. Er trifft den schon, wenn er nicht merkt, dass wir da sind. Ja, schade. Hat er nicht gemerkt. Hä, das hat er doch voll getroffen! Ja, deswegen war der ja auch nach zwei Schuss tot. Was überlebt der trotzdem? Ich dachte, so ein Ticket war der Bumm. Wo ist denn der Terminal? Ja, einer hier, Bram rechts. Oder Sepp, geht mal ans Terminal, die andere bleibt hier unten. Okay, wir müssen hier bleiben. Achso, wenn ihr ballert... Nein, ihr müsst die Aufgaben machen. Ist sowieso, wenn ihr Rechtsklick macht und dann mittlere Maustaste drückt, könnt ihr in der Ego-Sicht schießen. Ja.
Oh, das ist ja cool. So, jetzt Bram, erklär Sepp, was er machen muss okay, und was du machen musst. So, ich mach links, rechts, links, links, oben, links, oben. Das hast du sehr gut gemacht. So, jetzt kommt, ich brauch Nummern, Startcode eingeben. Achso, ja, da steht, Alter, mein Gott, ich muss auch alles selber 3, machen. 3, 9, 8, 9, 5. So. Das ist sehr gut gemacht. Schön. Entriegeln. Okay, jetzt müssen wir so vier, neben dem Loch sind so vier Dinger, die Bolzen, die musst du entriegeln. Ja, mach das mal da unten, Kadett. Ja, hier, guck mal, hier entriegeln wir mal einen. Einer. Geil, die hab ich noch nicht, wo ist die? Wie kann man markieren? Zwei. Ich weiß schon, warum wir das zu viert spielen, damit links. Einer arbeiten kann und drei Stück doof rumlabern. Ey, ich hab das ja schon tausendmal gemacht. Typisch ich dachte, Baustelle, dann gönn ich euch das. So, Siedeluke wird aktiviert. Ja, der Stift kann immer was machen. Funktioniert denn das? Ja, spring mal rein. Oh, da geht jetzt schon. Oh mein Gott. Gemacht hat da das oben, gut. Ne? Ja. Lol, hier ist voll die fette Rakete. So, Bram, geh mal ein Stück da weg. Komm mal zurück. Gott. Geh mal ein Stück da weg. Hier hast du schon mal ein Gesicht. Was machst du denn da oben? Da liegt jetzt ein Geschütz sofort. Habe Sachen überlegt. Also, hier kommt so ein kleiner. Ich kann nicht alles schreien. Bram ist von uns gegangen. Der ist ja abgebrannt, ey. Mann, machst du das? Ich bin aber schon einige Male verbrannt an meinem eigenen Stuff. Okay. Gar kein. Also mit dem Geschütz ist das ja super crazy. Das hält nicht lange. Und das können die angreifen, ne? Also theoretisch. Ja. Wie lange haben wir noch? Komm, schmeiß mal da hin. Was ist durch? Terminal. Ach so, jetzt müssen wir wieder ins Terminal. Gott. Bram rennt wieder. Ja, Bram ist tot. Bram ist gefallen. Aber haben wir das Terminal nicht zerstört? Nein. Hier ist nur alles voller Feuer. So, ich starte die nächste Runde. Ah, ne. Das kann jemand anders hier wieder machen. Ach, ich bin egal, ja. Mach das doch. Das ist nicht so schwer. Das ist so anstrengend. Meinst du, so. Rechts, links klicken, kriegst du noch hin? Du musst dann einen Raster finden. Das ist jetzt nicht so krass. Okay, vor allen Dingen steht ja da rechts, wo du hin musst. Da steht dann B4 oder so. Rakete wird betankt, aber hätten die da nicht vorher drauf kommen können? Ja, aber die fahren die auch noch aus. Ist auch dieselbe Idee, Bram. Was? Ja, einfach nur schon mal so. Ich dachte nur, wir legen den einfach mal hier hin oder so. Ich übernehme das Terminal. Haben wir eigentlich die Kanonendinger alle schon benutzt? Ich glaube, ich habe gerade einen Knopf gedrückt. Ach so, gut. Stimmt, wo sind die Kanonendinger hin? Haben wir alle schon benutzt? Haben die jetzt? Nee. Wir hatten die benutzt? Geil. Oder haben die anderen? Ach, die Jungs können die benutzen. Die anderen beiden hätten die benutzen können, ne? Auf zur Extraction Zone! Ja, ist ja gar kein Problem gewesen. Jetzt sind die Lüge. Warte, da ist schon vor mir hier, was soll das? Ich nehm da lang. Warte mal, der Flammenwerfer sieht schon geil aus. Achso, das ist die Explosion von der Waffe. So richtig praktisch ist der nicht. Nee, ich wollte auch gerade sagen, aber Jay hat dir den nahegelegt. Also. Jay hat mir den nahegelegt. Aber ich finde, der hat so den einen oder anderen Floor. Ja. Flame. Ich fühle mich. The Flame. Jetzt fühle ich. Also, ich verstehe jetzt total, wie man sich in der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika fühlt. Ich bin auch so leicht pumped. Einfach irgendwelche anderen Leute. Ja, vor allen Dingen bist du auch schon der 10. oder so. Ja, aber alle die ganzen 3 Minuten, die ich gelebt habe, die waren nice. Hier ist noch was Neues. Da unten. Was? Neues Gewehr. Was? Ein Säugler? Ein neues Gewehr. Der Arc Thrower. Ja. Ich brenne das schon. Könnt ihr. Mein Orbitalschlag ist einfach an dem Ding abgeprallt. Ja. Dann könnt ihr den Arc Thrower. Das ist unpraktisch. Du musst dich heilen. Sepp, du musst dich heilen. Wie konntest du das an dem Abprall? Ich hab keine Muni. Oh, oh, das ist ein bisschen da dran. Aha, da. Schick den Adler rein! Alter! Was habt ihr denn da abgeworfen? Ja, ein bisschen Luftschlag. Jetzt nimm mal das Taser-Gewehr. Ich nehm mal das Taser-Gewehr. Nimm das mal. Dropzone ist da hinten, okay. Also ich brauch kurz Nachschub. Ja, stimmt. Ich finde, ich schönes Licht.
Resupply wäre ganz gut. Ich habe nur noch ein Magazin. Ne, ich habe auch keinen Rucksack mehr. Ach, den kann ich dir rufen. Ist irgendwann verschütt gegangen. Ja, ja. Jedes Mal, wenn du stirbst. Irgendwann verschütt gegangen, ist ja komisch. Dicker? Bin ich eigentlich geklont? Aber wie ist das mit dem Elektrogewehr? Oh Gott, yo! Eliminiert. Eventuell bin ich. Eventuell ist deine Granate zurückgeflogen. Wo hast du das denn geschafft? Er ja, weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Einfach beide geplatzt. Na, ich hab da Proben fallen lassen, die müssen wir ja, nochmal wieder hoch. Aufgehoben. Fünf Stück von mir? Die Anzahl weiß ich jetzt nicht, aber die liegen keine mehr. Also dieses Elektrogewehr ist doch ultra scheiße! Ach ja, warte mal, ich will meine Breaker wieder haben. Hey, du musst ja gedrückt halten. Ja, ach, aber das macht immer nur einen so einen kleinen Mini-Bug kaputt und das dauert voll lange, bis das durchgeladen ist. Ist der Unterschied. Auch, der ist besser als deine Waffe. Ach, schön. Wurde nur. Okay, der hat weniger Schuss, aber ich bin gespannt. Oh, hier ist eine Barke. Oh Gott, eine Barke, die wollen wir haben, wa? Ja, genau. Das ist das Ding, wo du vor salutieren musst, oder? Entdeckt ja. Keine Sehenswürdigkeit. Oh, oh. Ich hab hier Big Daddy gefunden. Salutieren sich mich immer. Und bleib mal schön im Orbital schlacken. So. Muss man. Bram, rennen! Boah, ich hab's voll drauf. Alter. Na, ich dachte, ich guck mal. Backdurchbruch. Wo denn? Hier direkt bei uns. Ich schmeiß einen Igel drauf. Weg hier. In die Richtung. Alter Christian! Ups. Ich hab leider alle Körperteile verloren. Weiß nicht wieso. Ich hab leider alle Körperteile verloren. Ja, ich hol mal Sepp zurück. Danke. Ich muss sagen, diese Explosion, das sieht halt einfach nur geil aus. Also wirklich, ja, cool. Jedes Mal ergötze ich mich da dran, wenn da so ein Luftschlag drüber fliegt. Ja, das wird doch nicht langweilig. Oh Gott, ich muss noch lang. Das ist halt so mit der Demokratie, die wird halt nicht langweilig. Ja. Oh mein Gott, hier ist ja voll die Shenanigans. Da ist ein Dicker und ein Panzertyp. Ja, und der Panzertyp, der mag mich nicht. Hör mal. Der mit von Säurekrieger. Nein. Ist das der Freund von Commander-Krieger? Ja. Säurekrieger. Warte mal hier. Ich sollte dich mal heilen. Hat der gut gemacht. Aber ich finde, du kriegst eine Anzahl an Leben, oder? Ja. Ja, 6 Stück haben wir oben links noch. Also wir hatten 20 am Anfang. Echt? Lol. Das ist ganz schön kacke. Ja, und dann kriegst du, wenn du 0 hast, ach, dann hast Quatsch. Du alle 2 Minuten eine. Gehen wir noch links abbiegen oder machen wir Schluss? Was haben wir denn links? Achso, das sind noch Nester. Warum denn nicht? Wir haben noch. 9 Minuten haben wir noch. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Hier ist ein Sniper, wenn die mal wer haben will. Bisher war die hab ich auch gerade gehabt. Die fand ich jetzt. Ja, bin ich so krass überzeugt. Ich wollte noch mal den Taser testen. Hier ist Big Daddy. Eine Runde ohne Taser kann ich nicht. Bumm! Ich finde ein Antimaterie-Gewehr. Naja, gut, okay. Links ist Big Shitty Biddy ist das. Links sind zwei dicke. Oh mein Gott. Was macht der? Der chargt hier so an, ne? Aber ich verstehe noch nicht, wie funktioniert denn dieses komische Gewehr? Gut. Ey, ich werd. Oh Gott, ich bin taub. Ich wurde. Ich wurde komplett weggekotzt. Wer ist unbekannt von euch? Er ist unbekannt. Ja, unbekannt hat mich getötet, die Sau. Ja, dann weiß man einfach nicht, warum du gestorben bist. Wir haben nur noch 4 Verstärkungen. Ja, easy game. Ich bin direkt in so jetzt ein Ding gelassen. Oh mein Gott. Wow, wow, ich bin fett am Arsch! Lass mich! Der Spawn muss direkt hier. Ich hab keine Schuss mehr, das ist ein bisschen doof. Guck mal, Resupply. Ich stimme jetzt hier auf und dann kann man hier richtig gut schießen. Maschinengewehr ist halt auch immer noch eines der besten Waffen, ey. Ja, weil halt auch die Kleinen einfach so wegrödelt, ne? Ist schon nicht schlecht. Ich hatte jetzt in das Nest geworfen. Alter, ich bin einfach ein Sniper.
Ja, du bist ein Sniper. Links ist auch noch ein Nest. Ja, hier links hinterm Berg. Wir müssen hier die Nester wegmachen. Noch viel Verstärkung, das ist nicht so viel. Hast du jetzt schon mal reingeworfen? Oh! Ja, ich stand vielleicht zu nah an Nest. Hab mich auch nicht überzeugt, Bram, das Ding. Hier blinkt's gelb. Das ist vielleicht mal gut gegen die Roboter oder so, dass du die schocken kannst. Da unten ist das Nest. Ey, hau da nochmal einen kleinen Luftschlag rein, ne? Hier kommt die Stefan hier auf das Nest. Aber du musst die doch vorher einmal triggern, oder nicht? Willst du da triggern? Also ja, du triggerst gerade deinen Tod. Was ist das denn? Ja, mein Luftschlag. Ah, hier ist auch Shitty McKitty. Ich schieß nicht auf dich, ich schieß auf die Larve dahinter. Ich habe diese Anti-Material-Sniper gefunden. Ja, findest du die so geil? So, ich habe die noch nie benutzt. Ist hier irgendwas Dickes? Nee. Ich finde die Art damit zu steuern irgendwie nicht so intuitiv. Shot, das man nicht automatisch nachlädt! Krass ist! Ja, das stimmt, das ist eine Sache, da muss man sich gewöhnen. Ja. Oh Gott, Streubombe! Rammen! Vorsicht! Ja, easy. Du gestolpert. Nichts du gestolpert. Müssen wir da jetzt was reinwerfen? Oder? Ja, 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 Granadis, genau. Keine Granadis mehr. Ja, ich mach hier Kobe. Ich mach einfach Kobe. Alles. Auch immer. Gesichert, fühle ich jetzt gerade noch nicht so. Diese kleinen Mistmaden! Ah, das rein. Jetzt können wir zurück. Wie ist denn das? Kriegen wir pro Bug auch einen Bug? Was? Wie passt also Bug? Bug ist ja ein. Na, der Wort mit dem Dollar. Genau. Oder wie werden wir nachher bezahlt? Weil wir machen jetzt hier voll die Extraarbeit. Wir kriegen Reputationspunkte. Abdüsen. Wir kriegen Reputation. Ja, ich hol schon mal unser Taxi, ne? Ja, ich glaube, so heißt das. Ja, hol schon mal das Taxi. Hier ist dann noch so eine Base. Ja, ja. Ey, ich muss sagen, ey, also wirklich, dieses Spiel ist halt echt nice. Aber ich finde es halt, also das Problem, was ich noch sehe, ist, wenn du in einer Vierergruppe bist, kommst du weiter als mit einer Zweier- oder Dreier- oder Einergruppe. Ja, ja, klar. Ja, aber das finde ich nicht gut, weil du musst halt vier Leute haben, die das Spiel haben im Zweifel. Ja, oder du kannst random spielen. Oh, ja, aber mit random spielen. Das super. Spielt halt, jetzt könnt ihr nochmal alles rausknallen, weil ab zwei Minuten müssen wir hier aushalten. Ja. Ach so, jetzt müssen wir so weit. Ja, wir warten, bis der Taxi kommt. Oh nein. Kommen wir denn jetzt her? Boah. Da, wo der Qualm aus dem Boden kommt, Sepp. Ja. Sind die Avengers? Oh Gott, da kommt ein. Das ist die Avengers. Die Musik ist insane von dem Die Musik ist richtig geil. Die ist erledigen in einer Mission 150 Feinde. Awesome. Alter, das fühlt sich schon ewig an, wenn man hier oben auf dem Stein steht mit so einer Gatling und dann so. Ja! Erinnert mich wie den Demi aus Team Fortress. Ja! Weißt du, was das Beste daran ist, Bram? Du kannst zwischendurch kannst du dir so Metal Gear Solid-like so einfach so eine. Warum? Das wird eliminiert von Einschlag. Was? Okay, ist irgendwer gestorben? Ich wusste nicht, dass man. Also, ja, irgendjemand ist gestorben. Ich hab ihm einen kleinen Schubser gegeben. Ich bin Mufasa-mäßig gekillt worden, Alter. Ich hab ihm einen kleinen Schubser gegeben. Ist gestorben. Oh, ich hätte ein bisschen weiter werfen können, glaube ich. Hallo. Oh Gott! Aua! Ich bin dead! Nee, bin ich nicht! Alter, ich hab den Fallschaden überlegt, ich bin aus 3 Meter mit Höhe geflogen, aber gar kein Problem. Aua. Ich hab ein Leben, bleib mal da unten. Hab ich überlebt. Ja, da steht Reinforce Ready, aber irgendwie kann ich da nicht werfen. Aua, was war das denn? Ihr müsst euch jetzt auf den H-Punkt stellen da. Ja, das haben wir ja schon in der. Also, das lernt man ja, dass das nicht so smart ist, oder? Nee, das ist nicht dein Ernst. Was hat der da gemacht? Oh mein Gott. Kannst du eigentlich das Luftschiff abknallen? Aua! Als wenn du jetzt noch gestorben bist. Ja, aber das gibt mehr Erfahrung, wenn er wiederkommt. Das wäre gut, wenn wir mit allen reingehen. Jetzt töte ich das Schiff mit meiner Kapsel. Ja, das, jetzt bin ich gut, hab ich noch nicht gespawnt.
Ja, damit wahrscheinlich ich, jetzt noch, ich will nochmal die 380 mm für den Endscreen reinschmeißen. Ihr müsst da jetzt gleich rein. Ich bin hier. Ich gehe rein. Ich versuche. Ja, tschüss. Oh, 15 Sekunden habt ihr noch. Aber ich muss Beeilung. Einfach komplett aus dem Loch. Oh Gott, 13, Sepp, das wird eng. 12, oh nein. Alter, wir verlassen dich alleine. Ja, Artillerie. Alter, war das knapp, ey. Na, schade, war zu spät. Schade. Ein weiterer wichtiger Sieg, Alter. So ja. Spiele eine Backmission. Wir sind dem Ganzen wieder ein Stückchen näher gekommen. Ja, pass auf, da kommt jetzt eine Leiste, wie viel unser Beitrag gebracht hat. Ja, sehr viel. Erstmal gucken wir. Wir haben alle Major Objectives. Das ist schon mal gut. Geil. Optional haben wir auch alles gemacht. Geil. Cool. Alle extracted natürlich. Alter. Natürlich. Aus dem Posten. Aus Posten haben wir gemacht. Alter. Einfach so krass sind wir. Ah, 5%. Ja, das, wir haben uns Zeit gelassen. Ist okay. Wir haben uns Zeit gelassen. 5 Sterne, komm schon. Glorious Victory. Natürlich sind das 5 Sterne. Ja, 5 Sterne Match. Mittel 3. Alter, da gibt es 25%. Geil. Glorious Victory. Ja, pass auf. Stark. Und. Okay, haben wir gemacht. Oh, komm schon. Insane. Wo steht unser Beitrag? Oben. 15 Proben. Ja, das ist gut. Das ist lecker. Level Up 5. Levelaufstieg, ja? Nice. Kommt der erst, wenn wir beide Missionen gemacht haben? Oh. Ich weiß beide. Nicht. Schade. Weil jetzt wird normalerweise angezeigt, was dein Beitrag bewegt hat. Und das sind so 0,0001%. Wir haben es geschafft. Wenn die ganze, das Universum demokratisiert wurde, was ist dann? Das weiß ich nicht. Es wird niemals demokratisiert werden. Jetzt kannst du mal auf Stats klicken, dann kannst du gucken, wer hier wen wie oft umgebracht hat. Unfälle 3, das glaube ich ja nicht. Also das kann ja nicht sein. Friendly Fire Damage. Friendly Fire Schaden 404, glaube ich ja nicht. 484 Friendly Fire Schaden. Ja, was passiert halt? Ich hab so Bram einmal geboxt, das kann doch nicht so viel Schaden machen. Na ja, doch. Ich bin ja der Vernünftige mit Christian. Ja, wirklich. Ja, das war eine Runde Helldivers 2. Das ist fucking awesome. Das ist ziemlich awesome, das Game. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran gehabt. Und einen schönen Tag wünsche ich euch für Demokratie. Tschüss.